Zum dritten Mal bei dieser WM lauscht Laura Dahlmeier diesen Klängen, die speziell für sie gespielt werden. Die 23-Jährige hat wieder einmal Großes geleistet. Abgeklärt, souverän. Sie geht bis an ihre Grenzen bei frühlingshaften 11 Grad. Diese warmen Temperaturen wohl auch der Grund dafür, dass nach dem Rennen der Körper streikt. Ein kleiner Schwächeanfall, Probleme mit dem Blutdruck. Erfahrungsgemäß ist mein Körper ganz schlau, der sagt mir dann schon immer, wann er Pause braucht. Und dann muss ich nur auf ihn hören und dann geht's schon wieder weiter. Im Rennen Laura Dahlmeier hellwach, total fokussiert. Bei 20 Schuss nur ein Fehler, genau wie ihre härteste Konkurrentin, die Tschechin Gabriela Kupalova. Auf der Schlussrunde weiß Dahlmeier, die bis zu diesem Zeitpunkt führende Tschechin liegt virtuell 20 Sekunden hinter ihr. Ich habe es für mich, glaube ich, schon als Vorteil nutzen können. Und mit der späteren Startnummer denke ich, dass sie vielleicht einen minimalen Vorteil gehabt habe, was den Speed auf der Strecke betrifft. Laura Dahlmeier, eine Ausnahmeathletin. Am Schießstand abgeklärt, nervenstark wie kaum eine andere in diesem Weltklassefeld. Haben Sie so eine Athletin schon mal trainieren dürfen? Eine, die so konstant und stabil Biathlon kann, würde ich jetzt momentan fast sagen. Nein, diese Konstanz und diese Souveränität ist schon echt beeindruckend. Beeindruckt und vor allem zufrieden wirkt Laura Dahlmeier nach ihrem dritten Goldcoup.